Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tete und ja, Entschuldigung, ja, zu Rome Total War 2 Rise of the Republic. Wir müssen mal schauen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ah, genau, hier haben wir, genau, meinen Buddy von da oben haben wir geholt, ne? Nicht? Ja. Und da werden wir jetzt nächste Runde nicht anfangen. Hier unten werden wir dann anfangen aufzustocken. Warte, was wollte ich da? Oh Mann. Warte, was wollte ich da? Öffentliche Ordnung oder? Warte, was ging denn da ab? Gehört es mir? Ja, das gehört. Ah, deswegen habe ich hier oben nichts gemacht. Ah, das erklärt so einiges. So. Genau hier unten wollte ich nochmal für Ding machen. Ein bisschen Money. Für Verstärkungsrate. Und hier gehe ich mal hier runter. Ah, wer ist denn da? Grüß Gott. Entschuldigung, ich hab dich gefunden. Ja, nee. Das finde ich trotzdem in Ordnung. So. Dann gehe ich mal wieder da rein. Und du, Scott, ist weiter. Sehr schön. Du gehst dann mal nach unten. Sehr schön. Wie geht's da oben? 16, das ist wunderbar. Da brauche ich nichts machen. Wer bist du? Du bist auch einer von mir. Ach so, ja, genau, der saved gerade, das ging Neapolis, obwohl Neapolis mag mich ja nicht. Aber trotzdem sind wir noch im Nicht-Angriffsbündnis. Also quasi, ja. Best Friends Forever. Genau, das haben wir letztes Mal eingenommen. Alter. Genau, der ist ja so ein hohes Viech, ne? Dann gehen wir einfach hier weiter. Solange der mich nicht auffällt, warum sollen wir nicht weiter angreifen, ne? Uiuiui. Gut, wir werden jetzt mal hier eine Pause machen. Hier, das da. Oh, hier. Was erforsche ich gerade? Das da? Wieso? Das brauche ich doch gar nicht. Hä? Wieso erforsche ich das da? Das ist doch voll dämlich. Ja. Oh, schon wieder kein Geld. Gut. Ah, du musst auch. Du musst auch jetzt dich erholen. Öffentliche Ordnung ist da doch ganz schön. So. Dann schauen wir mal. Du bist nicht von mir. Du bist von mir. Du bekommst auch noch was. Ah, das ist so schön. Das ist so schön. Ah, der Spion ist immer noch da. Habe ich nicht gesagt, dass er auf dem Meer sterben wird? Oder bis er da ist, haben wir gewonnen? Oder irgendwie sowas? Wollte sie gerade ihm eine Schelle geben? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich das richtig gesehen? Ah, da war endlich eine Armee. Okay, das da unten wird ein bisschen happiger. Was macht Neapolis? Ich will sehen.
Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung. Ja, handel mit mir und ja. Standkämpfe. Eine scharfe, scharfe Zunge eines jungen Patriziers im Senat hat die Plebejie beleidigt. Und nun fordern sie, dass ihm seine Autorität entzogen wird. Abwarten. Wir müssen anscheinend Gewalt anwenden. Egal welcher Status man innehat, man sollte wissen, was man sagt. Oh, ein Kind, noch ein. Ich mache meine eigene Armee auf. Alter, das kostet ja ganz viel. So. Ich wollte gerade eigentlich noch nicht drücken, sondern wollte es erst durchlesen, aber mein Finger war schneller. So. Da muss ich jetzt warten. So, aber Fernkämpfer. 6 Stück, okay. Können wir ja schon mal einstellen. So. Was machst du hier? Manufaktur. Nee, das da machen wir hier. Das bauen wir ja schon. Genau da. Dann bauen wir hier das da. Super. Hier bauen wir Handel. 108. Nee. Das bauen wir noch nicht. Gut. Du kommst jetzt mal weiter hierher. Du, ja, bald hast du es geschafft. Du scoutest jetzt mal nochmal hier. Was machst du? Okay, das ist eine Fullstack-Armee. Ja, ich muss halt jetzt ein bisschen warten. Ja. Ich warte noch eine Runde und dann greife ich unten an. Das bringt eigentlich mir nichts, aber ja. Hat
So. Gut, dann weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Daraus muss er jetzt auch mal schauen, was die machen, weil sonst gibt's die bald nicht mehr. Also, nicht mehr all, also, ja, ihr wisst schon. Also, ein bekannter karthagischer Händler ist in eurem Land ermordet worden. Der Grund? Eine sinnlose Streitigkeit nach zu vielen Bechern Wein. Der Beschuldigte ist ein junges Mitglied einer wohlhabenden Familie. Er befindet sich in eurer Obhut, doch Karthager fordern eine sofortige Freilassung. Hey, warte, was? Hä? Wie? Also, ach so, ja, doch, aber fordert seine Freilassung ist ein bisschen blöd gesagt. Also sie wollen, dass ich ihn übergebe. Sein Tod würde, so schmerzhaft es auch sei, keine Gerechtigkeit bringen. Schickt ihn nach Karthago. Er mag schuldig sein, doch niemand sollte das Schreckliche sehen. Ja, Ja, Desta macht Karthago feindlich, aber meine Politik hässlich. Und Desta macht Karthago hässlich, aber meine Politik gut. Sezession, die... Okay, dann... So. Bevölkerungsüberschuss. Ja, hier natürlich. Ah, das ist doch dämlich. Marmor ist weg, ne? So. Hier können wir Unterhaltskosten weniger. Okay. Dann gehst du mal weiter vorwärts. Warte. So. Minus 12. Dann ändere ich den. Ja, aber den habe ich ja schon. Aber egal. Mehr öffentliche Ordnung ist ja nicht schlecht. Gut, dann. Ja, komm. Du scrottest weiter. Wo sind denn die Armeen von ihm? Also hier ist eine, aber. Ja. Du machst mal weiter, schön. Und du? Du könntest jetzt noch da gehen, bevor der da reingeht. Gut 80% sind weg, sagt er. Ah, ich mach. Ja. Ich lager das weiterhin. Minus.
Minus 17, dann muss ich auch bald was ändern. Okay, weiter geht's. Ah, den habe ich wieder vergessen. Hm. Idiot da. Der ist weggegangen? Ja, okay, vielleicht. Vielleicht war das richtig. Vielleicht war das ganz richtig von ihm. Ah, ja. Die Kriegsschiffe von Karthago segeln mit euren Segen an euren Küstenlinien entlang und vernichten jedes Piratenschiff, das ihr in ihren Weg kreuzt. Während ihr die Kunst der Karthager gewonnen habt, sind eure Adeligen nicht begeistert und sehen das als Zeichen von Schwäche. Ja. Das ist mir sowas von Wayne. Probericht. Eigenschaft erhalten. So. Schön Schutzding. Tradition. Geschossschaden. So. Du. Ja, ich weiß nicht. Du gehst mal hier hin und fängst an zu meutern. Wenn ich. Was? Nicht meutern. Okay. Dann. Sehr schön. Waffenstufe 3 oder Schildstufe 3? Momentan habe ich eine Schildstufe 1. Ja. Dann mache ich hier doch bitte den Rüstungsschmied. So. Das ist wunderbar. Dann Wassertank. Das da, das da, das da. Ja. Das kann ich jetzt automatisch machen, weil ja seine zweite Armee ist weg. Nee, das machen wir weg. Das machen wir hin. Das machen wir hin und. Das machen wir hin. Und du schaust mal, wie es hier aussieht. Ah, da ist ja schon eine. Hallo. Du gehst jetzt mal Richtung Scipios. So, gut. Dann nächste Runde. Entschuldigung, wir rushen jetzt ein bisschen durch. Aber das ist gerade, weil. Ah, sie. Wow, sie ist angekommen. Weil ich heute noch super viel vorproduzieren muss. Und ja, deswegen Entschuldigung. Weil ich hoffe, es. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Bei dieser Hitze kann ich keine Narren bla bla. Gut, dann machen wir mal weiter. Na, da ist auch eine. Okay. Jetzt kommt er langsam. Glaube ich. Ja, Oh ja. Oh ja. Jetzt kommt er.
Jetzt kommt da. Das sind jetzt, glaube ich, 4 Fullstack-Armeen. Echt jetzt? Er weiß schon, dass ich das gewinne. Das mache ich auch einfach automatisch, ne? Weil es ist einfach eine Garnisonsarmee. Ah. Okay. Okay, dann, ja, na gut, dann muss ich halt einmal spielen. Aber ja, weiß schon, dass ich das gewinne, ne? Ich meine, er rechnet halt die da auch mit dazu. Und mit denen würde ich hundertprozentig verlieren. Aber, ja, der hat die halt nicht, ne? Und ich habe jetzt auch Skorpione. So. So, dann springen wir mal ein bisschen vor. Die Frage ist ab. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ob ich mit denen nicht mehr. Unser General wird angegriffen. Achso, nee, okay. Das geht über die hinüber. Das ist gut. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, es ist gut. Alter. Wie weit können die denn schießen? Junge. Der kann von da bis. Das ist echt ein bisschen krass. Ohne Scheiß. Das ist ja heftig. Die schießen, die können weiter schießen als Steinschleuderer, und das will was heißen. Das will was heißen. Ich komme echt nicht drauf klar, wie weit die schießen können.
Hey. So, vielleicht erschaffe ich bei denen noch ein paar. Ah, ich habe wenigstens sieben Bälten besiegt oder getötet. Ja. Ah. Die waren ja heftig, wie weit die schießen können. Wow. So. Aber ja, das nehme ich dann gleich wieder ein. Easy. Blöd ist es halt schon. Ich könnte auch mit der Armee zuerst den unten besiegen und dann das Dorf wieder einnehmen. Oder ich nehme. Oh. Er hat meine. Warte, eine gegnerische wieder. Es ist nicht gelungen über eure. Ja, okay. Gunst Karthagos. Okay. Genau. Weil die ist jetzt ohne Schutz da. Also zuerst mal den da platt machen. Und dann ja. Die Stadt. Ich meine, die Stadt war ziemlich heftig, aber warte, was? Imperium Stufe 6. Das ist jetzt heftig. Oh Gott. Also. Ja, minus 14 Loyalität. Da war es noch eigentlich, ja. Minus 80 auf Diplomatie mit allen Fraktionen. 50 Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Gewaltiger Anstieg von Einfluss pro Runde für eure politische Partei. Ja, okay. 190 oder 92 politische Aktionskosten plus 50% Aufträge, Alter, plus 50% Unterhaltskosten für alle Armeen und Flotten und Korruption. Willst du mich verquaken? So, warte mal. Ja, militärischen Sieg habe ich noch lange nicht, wirtschaftlicher Sieg. Okay, es gibt nur hier den militärischen Sieg. Okay. Gut, dann gehen wir mal da lang und holen uns. Hügelmänner ist eigentlich. Wie wär's denn damit? Wieso habe ich eigentlich jetzt wieder nur ein Nahrung? Du gehst mal hier runter. Du bleibst mal hier erstmal. Genau.
brauchen wir dich und wir brauchen öffentliche Ordnung und hier brauchen wir, wie wär's mit dich? Dir, Entschuldigung. So. Aber wieso haben wir jetzt schon Imperium-Stufe 6? Wir sind doch eigentlich recht klein. Aber vielleicht weil der da unser bester Buddy ist. Naja. Super, du gehst jetzt mal Richtung Süden. Du gehst mal Richtung Norden. Ich dachte, ich hätte noch eine gesehen. Also hier ist eine Full-Stack-Armee. Was ist das denn? Dann du. Ja, es ist keine Full-Stack-Armee, aber das da ist noch eine. Aber irgendwo hier war auch noch eine. Und du kannst, warte mal, wenn du rausgehst, minus 2. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Dann gehst du hier weiter. So. Minus 4 Nahrung. Ich warte mal, bis meine Nahrung wieder in Ordnung ist. Ich warte die ganze Zeit, bis der Neapolis mich angreift. Ihr seid willkommen, aber... Syrakus? Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Warte, dann machen wir jetzt zuerst mal... Mein Volk ist reich an Na gut. Gestern habe ich... Gestern habe ich einen wunderbaren Schieß gemacht. Wunderbar. Oh, wir sind schon wieder. Wir sind schon wieder ans Ende des Let's Plays gekommen und der rennt schon wieder weg. Der geht auch runter. Na gut. Gemeuchelt. Warte, was? Ein Feind hat versucht, ihren Agenten zu rekrutieren, hat diesen aber stattdessen getötet. Ja, vielleicht sollte man noch ein Kind. Ja, genau. Vielleicht sollte man denen sagen, dass Meucheln ein bisschen was anderes ist als. Minus 16. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Wieso minus 16? Was ist denn jetzt verkehrt? Der sagt, ich habe keine Chance. Warte mal. Ah, verdammt. Okay, dann gehe ich nochmal hier hin und die bekommen ja auch noch Updates. So, warte, nee. So. Gut. Ähm.
Dann wird. Ja, wir sind schon längst fertig. Gut. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.